Unterm Gitterrost geht's weiter. Eine Handvoll junger Künstler geht in den Untergrund, mitten in Mannheim. 5 Licht- und Lüftungsschächte eines Bürogebäudes aus den 90ern verwandeln sich für ein paar Wochen in Kunstschaukästen unter dem Pflaster. Thomas Reuter hatte die Idee. Ich bin schon oft über so Schächte drüber gelaufen und habe gedacht, oh, was da eigentlich drin wäre. Hier ist mein Zahnarzt drin, deswegen bin ich hier mal drüber gelaufen und habe gedacht, hier. Man sieht aber gar nicht bis runter normalerweise, wenn da kein Licht drin ist, sieht man einfach nichts. Und deswegen hat das sowas, es saugt einen richtig rein. Den Blick saugt es rein. Und so saugt der urbane Abgrund den Blick auf allerhand Objekte. Möbel lassen sich erahnen, die zwar rustikal anmuten, aber keineswegs auch Eiche sind. Das sind aus Pappe gebaut, mit Pigment noch und dann lasiert mit Haarlack. Das heißt, das ganze Zeug löst sich irgendwann auf der Fläche. Und das Pigment und die Möbel und alles wird quasi dann auf der Fläche verteilt, mit ein bisschen zum Bild. Im Schacht gleich nebenan scheint eine Art buntes Ungeziefer in gigantischen Kokons zu reifen. Und noch eins weiter hält Nina Nielebock ein ganz spezielles Ausstellungsobjekt parat. Es wird ein Mensch ausgestellt, ja, mit dem man sich identifizieren kann, wenn man möchte. Der Ausgestellte heißt Alexander Peschko. Und die weiße Körperschminke des Buto-Tänzers trägt er im Versorgungskeller auf. Zwischen Druckanzeigen, Thermometern, Leitungen und Rohren. Auch die Bühne ist nicht ganz einfach zu erreichen. Aber die Mühe lohnt sich, meint seine künstlerische Partnerin. Wer will schon eine Galerie, wenn man einen Lichtschacht haben kann? Nee, das ist gerade reizvoll, dass es keine Galerie ist. Auf jeden Fall. Insofern, dass man andere Leute erreicht als in der Galerie. Und tatsächlich wollen Gäste und Passanten den Blick bald schon gar nicht mehr wenden von Alexander Peschko, der sich als lebende Skulptur in der Betonkluft unter ihren Füßen ringelt, scheinbar träumend wie ein übergroßer Embryo. Diese Konzeption kommt mir sehr nahe und auch in Orten zu sein, die nicht dafür gedacht sind und die zu benutzen. Da trifft man die Leute halt unvorbereiteter und deswegen finde ich das immer sehr reizvoll, solche Orte zu benutzen. Außerdem haben die Orte von sich geben immer was dazu, was ja im Theater nicht so ist. Das Theater soll ja möglichst ein neutraler Raum sein. Ich finde es immer interessant, auch die Wesenheit des Ortes mit aufzugreifen und damit zu arbeiten. Ohne Zweifel. In einem vorher toten Raum ist irgendetwas aufgewacht. Vielleicht ist die Idee, Kunst in Lüftungsschächten zu platzieren, noch im embryonalen Stadium. Das muss aber nicht so bleiben. Überall, wenn ich jetzt rumlaufe in Mannheim und Schächte sehe, denke ich, oh, da könnte man auch was machen. Das ist ein schöner Schacht, der ist ja noch viel größer als unser. Und da würden wir auch gerne noch weitermachen und vielleicht nächstes Jahr am liebsten in ganz Mannheim überall die Schächte auf und Künstler rein. Und wenn es nach den Künstlern geht, ist in der Collinistraße 11 in Mannheim noch lange nicht Schicht im Schacht.